So, willkommen zu einer Art Kochvideo. Und heute soll es über die Übergangskost gehen, über eine schleimarme Heilkost. Also relativ grob inspiriert von Arnold Ehret. Und ich mache jetzt erstmal ein paar Tage als weichen Übergang zu den 4 Tagen Junkfood. Also ich habe gestern wirklich noch alles aufgebraucht, was ich da eingekauft hatte, weil ich das wirklich nicht wegschmeißen wollte. War jetzt auch kein Problem. War auch nicht mehr ganz so viel. Und hatte auch dann nur 1000 Kalorien gegessen, aber halt wieder Junk insgesamt. Ich mache ein Video, wahrscheinlich habe ich das jetzt schon vorher hochgeladen, zur schleimarmen Kost, Übergangskost für jedermann. Und ich mache das jetzt bewusst nicht komplett konsequent, sondern ja, für viele, also die wollen es halt trotzdem einfacher haben und auch nicht so schnell voranschreiten, und habe das dann jetzt mal praktikabler gemacht. Und ich habe mein Handy, weiß nicht, vor 2 Wochen oder sowas, verlegt und wirklich nicht mehr wiedergefunden. Ich bin irgendwie über in Bayern unterwegs und ich glaube, das hat irgendwie aus der Tasche gefallen, auf dem Rasen oder so, als ich einen schweren Ofen angehoben hatte. Das ist wahrscheinlich hier, deswegen muss ich jetzt mit der Webcam vom Laptop mit aufnehmen. Also ich habe hier gerade meinen Laptop. Und hier sind jetzt die Lebensmittel, wo ich mir jetzt ein Abendessen drauf mache. So kann man es sehen. Es sind zwei konventionelle Weizenbrötchen, also in Fensterweise. Eigentlich. Ich habe jetzt aber zum Beispiel nichts anderes da, die sind halt zufällig auf übrig geblieben von den Mitbewohnern. Und man kann es halt wirklich nehmen, weil es eine bessere Alternative ist als andere Dinge, wie zum Beispiel ein großer Berg von gekochten Kartoffeln oder eine große Reispfanne. Also ein Prinzip, also ich werde das Video hier jetzt wirklich nach dem Theorievideo hochladen. Das ist jetzt sozusagen ein Praxisvideo, und dann muss ich jetzt nicht nochmal alles an Informationen erzählen. Also ich werde diese zwei Weizenbrötchen jetzt gut durchtoasten, durchbacken. Und das Gemüse, was ihr seht, da haben wir auch eine unreife Paprika. Grüne Paprika sind logischerweise immer unreif. Aber ich dünste das halt jetzt alles sowieso. Oder gucke ich, ob ich mir entweder das gedünstete Gemüse so aufs Brot lege mit Avocado als Aufstrich sozusagen, oder ob ich direkt eine ganze Guacamole draus mache, oder ob ich eine Guacamole draus mache und dann nochmal das Gemüse drauflege oder halt ein bisschen rohes Gemüse halt nochmal drauflege. Ja, und das wird dann das komplette Abendessen heute sein. Und wer mehr braucht, der kann halt auch noch mehr nehmen. Der kann auch zum Beispiel ein, zwei gebackene Kartoffeln einfach noch dazu essen und wie gesagt, sich irgendwie auch einen Dip zu machen oder aus dem Gemüse jetzt. Also ich habe hier auch Möhren zum Beispiel. Ich denke mal, dass ich noch ein bisschen mehr Gemüse zum Dünsten werde. Also bei Gemüse kann man oder sollte man halt ziemlich viel nehmen. Da würde ich dann nicht dran sparen, das ist jetzt ein bisschen wenig insgesamt. Aber wenn ich jetzt den ganzen Zucchini nehme, dann könnte das reichen. Ja, und ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich, ja, Gewürze nehme ich vielleicht und ein bisschen Salz. Das werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich das weiter verarbeitet habe. Bis gleich. So, hier wird gerade gedünstet. Man kann das gut erkennen. Hab noch ein paar Kräuter jetzt beigegeben, also das, was da war, Petersilie, Schnittlauch, Basilikum. Kräuter mag ich eigentlich sehr gerne. Ich habe noch ein bisschen Rosenkohl gefunden. Und das ist jetzt so das Rohgemüse, was ich noch gefunden habe zum draufbelegen. Und ich habe gemerkt, Avocado ist leider noch nicht reif, da werde ich keine Guacamole draus machen. Weiß ich jetzt noch nicht, was ich nehme, ob ich die Brötchen jetzt stattdessen, statt die zu toasten, einfach in Öl anbrate, damit das ein bisschen weicher und smoother ist und das Gemüse drauflege, das Gemüse aber größtenteils als Beilage so esse,
Oder ob ich das zusammen mit Öl oder irgendwelchen Nüssen oder Ölsaaten, Sonnenblumenkerne habe ich da, ob ich das irgendwie zu einem Aufstrich einfach mixe. Das muss ich noch sehen. Und Paprika und Kurkuma habe ich mir bereitgelegt. Sind so meine Standardgewürze, sage ich mal so. Ich muss mal kurz die Haube anmachen. Abzugshaube. Noch mehr Lichter. Und wenn die beim Brötchen nicht reichen sollten, dann habe ich hier noch ein drittes Brötchen. Sozusagen eine Süßkartoffel. Die werde ich mir dann entweder backen oder halt einen Reibekuchen rausmachen. Werdet ihr gleich sehen, wie es dann werden wird. Aber ich nehme mir halt nie so irgendwas vor und plane nicht mehr, sondern guck einfach, wie es. Ja, ich lasse es einfach fließen, sag ich mal so. Und ihr könnt natürlich auch gerne sowas hier nehmen, fürs Gemüse. Frisch ist natürlich besser, schmeckt halt auch besser und macht auch irgendwie mehr Spaß mit zuzubereiten, aber wenn man keinen Bock hat, einfach dann einfach so ein Gemüsemix nehmen. Problem ist halt auch, dass da Plastikverpackung wieder so also dabei ist, also ist auch nicht sehr ökologisch. Ha, es ist eine Frisur oder auch nicht. Ja, bis gleich. So, ich habe mir das Gemüse, beziehungsweise einen Teil vom gedünsteten Gemüse jetzt wirklich in den Mixer geworfen und wirklich mit etwas Öl und Sojasauce, also das volle Programm gerade, Gewürze beigetan, Kräuter sind dabei und das Ergebnis sieht man, hoffe ich doch. Scheiße. Ist etwas kompliziert mit der Webcam. Ja, es sieht, also die Farben sind hier nicht gerade. Wir sind hier nicht richtig, es ist eigentlich dunkelbraun. Und Pilze hätten eigentlich ziemlich gut dazu gepasst. Es, auf jeden Fall schmeckt das ziemlich gut. Ich habe es auch schon hier auf eine gebackene Brötchenhälfte geschmiert. Es sieht ziemlich gut aus, ist ziemlich lecker. Da kann man auch ordentlich drauf schmieren, sieht man schön die Kräuter. Dann werde ich mir jetzt noch einen Teil von dem rohen Gemüse und einen Teil von dem gedünsteten Gemüse drauf machen, ein bisschen vom gedünsteten Gemüse so essen. Und ja, heute Mittag hatte ich gegessen ein paar Äpfel einfach, drei Äpfel, und da war ich eigentlich schon satt und das wird dann auch jetzt komplett heute Mittag gewesen sein. Ich habe vorhin noch einen Liter Wasser getrunken, Wasser ist immer wichtig. Ich brauche aber einen neuen Wasserfilter. Also so einen Einsatz. Ich habe den jetzt schon über 3 Monate und dann das schmecke ich jetzt auch. Da sammelt sich irgendwann dann zu viel Mineralstoff und das Wasser wird noch verseuchter als so Kranwasser. Ich werde mir zum Übergang jetzt erstmal destilliertes Wasser holen. Gibt es im Edeka oder Real. So ein 5-Liter-Kanister für 1,50 € circa. Ein destilliertes Wasser ist so das Topwasser, sage ich mal so. Topwasser. Ja, das war jetzt ein praxisbezogenes Video. Jetzt alles dabei, circa. Das ist jetzt die Sache, die dabei rausgekommen ist. Könnt ihr euch schmecken lassen. Bis dann.